Also, wir haben einen Hammer, wir haben eine Pistole, die finde ich nebenbei bemerkt immer noch sehr, sehr I raided a Interpol office and found information on where the president is being kept. Evidently, they've been trapped in some sort of soul crystal inside Satan's palace. Breaking in is an impossibility. Your best bet to save them is to continue to try to draw Satan out of his palace. Okay. So, mal eben kurz schauen. Aufgabenlog, Arkan, beschwören, finde ich halt immer mega. Allerdings sind Flug und so sind halt sau wichtig. Imptom Titan. Habe ich da Bock drauf. So, machen wir uns mal damit vertraut. Wenn ich F2 drücke, komme ich zur Beschwörung. Wenn ich F1 drücke, komme ich auf nichts. Gut. Ah, Beschwörungstutorial. Tun wir das doch tatsächlich erstmal. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy riddled hellion, the imp. Ja. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? Nice. Ach scheiße, ich kann immer nur einen beschwören? Wie ätzend. Ich wollte eine Armee! There you go, matey. Geil. Eine Armada aus Imps. Now let's practice your aim. Take down the demons on the island. Ja, würde ich ja gern. Siehst du? As easy as lol. What the fuck? So, doch mal genau, kann man auch genau auf den Typen draufschmeißen? Ne, nur dahinter. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Jo. Wir plundern die ganze Welt. So, ich würde sagen, da ich auf neue Mächte abfahre, werden wir direkt im Anschluss zu einem weiteren Verbündeten finde die drei Glyphen. Oh, wow, wow, wow. Dinge, die ich alle machen will. Wen holen wir uns denn jetzt? Sammle die Aurakraft mit Vlad. Vlad, der Fehler. Quasi Dracula. Was? Ich würde jetzt zu Dracula gehen. Es gibt allerdings noch die Zwillinge, die auch so ihre Argumente haben. Was meint ihr denn? Wo wollen wir denn als nächstes hin? Gehen wir zu Vlad? Gehen wir zu den Zwillingen? Gehen wir zu Shakespeare? Ja, nein, vielleicht. Shakespeare, Zwillinge oder Vlad? Das ist die Frage. Vlad, Vlad. Ja, gut. Ziemlich eindeutig. Ja, jetzt kommen mal die Zwillinge, aber alter Vater, Vlad hat hart gewonnen. Boop. Dann auf zu Vlad. Tür öffnen. Und auf zu Vlad. Blatt, 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 blatt. Okay. Ich bin... Nein, das tun wir auf gar keinen Fall. Das ist mir zu hoch. Achso, warte mal. Jetzt haben wir wieder das Problem mit der Ausdauer. Scheiße. Ja, das hat aber gerade noch so funktioniert. Ja. Ja, was? Kollisionsabfrage aller... Deine Mutter. Hat geklappt. Wir holen uns mal ein Auto. Und zwar nehmen wir was Schweres, nehmen wir was Schnelles, nehmen wir was Motorradriges, was gar kein Auto ist. What the fuck? Ich war's nicht. Ah! Die Frage hattest du eben selbst beantwortet. Raus da! Sorry, pal. Das Einsteigen ist so verbacken. Wirst du mal nicht auf mich schießen, du Penner? Ich glaube, ich habe mein Lieblingsauto im Spiel gefunden. Vielleicht kommen ja noch geilere Sachen, aber das rockt schon ganz schön. Ist klar, ich fange zu streamen an und alle meine WhatsApp-Gruppen fangen... Ja, versuchen wir doch einfach mal nicht zu sterben. Danke. Und weiter zu Vlad. Und wir nehmen uns ein Höllentaxi.
Geil, bleibt alle drin, ihr Schweine. Wuhu! Oh, keiner ist mehr da. Doch, sitzen alle. Geil. Wenn man jetzt böse Witze machen würde, würde man sagen, so klingt eine untote Sasha Grey auch. Aber wir machen keine bösen Witze. Nein. Der war schon ziemlich scheiße. Diese Zombie-Sounds sind so geil. Ich schwöre euch, die gehen uns allen wahrscheinlich nach einer Stunde voll auf den Sack. Aber aktuell finde ich es noch witzig. Oh, was ist das denn? Dämpfer Physiks. Give me all the autos. Hier zum Beispiel. Ne. Hellbat. Nice. Achso, wir sind da. Wir müssen nur darüber. Dann war das gerade natürlich Absicht. Wie kommen wir denn darüber? Also, beziehungsweise, wie kommen wir heil darüber? Well, that was easy. Aber den nehmen wir noch mit. Könnt ihr sagen, was er wollt. Wir holen uns den Bolt. Well, looky here. Das habe ich gewollt. God, this feels good. Ja, und wir sind tatsächlich mit einer Ladung nur rübergekommen und da steht, das ist eindeutig eine Wache. Ups. Und wir nehmen... Können wir ihm jetzt irgendwie in die Eier schießen und das bringt was? Nein. Headshot. Ah, geil. Es gibt Kräfte für Kopfschüsse und bekanntlich... Wow, Respawn-Zeit aller... El Perverso. Boah, das ist... Tastatursteuerung halt, ey. Aber ich habe auch keinen Bock, irgendwie Controller anzuschließen. Da finde ich das Aiming immer für den Arsch. Ding 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 ding. Upsi. Wo kommt der denn so schnell wieder her? Oh. Wow. What? The fuck? Spawnen die so schnell oder spawnen die einfach an... Oh, scheiße. Stimmt. Nein. Oh, was? Das ist ja witzig. Stirb. Stirb. Oh, scheiße. Stirb. Ja, ja, halt mal die Fresse. Ist der dadurch tot? Was lernen wir in der Zombie-Kapo-Alypse? Doppelt hält besser, wollte ich eigentlich nur sagen. Was? Wie viele kommen denn? Sekunde. Das ist eigentlich auch nur... Was war das denn? Warum ist der explodiert? Upsi. Warum explodieren die, wenn man mit dem Ding auf den Kopf schießt? Das ist viel witziger. Ne, und warum ist er jetzt hier? Scheiße, ich habe gar nicht gewollt, dass er jetzt hier schon so eine Panik macht. Kopfschuss, 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 Kopfschuss. Oh, what? Ich kann vielleicht nicht für immer runnen, aber dadurch, dass ihr hier spawnt wie die Fliegen, kann ich für immer schießen. Mit eurer Munition. Deppen. Scheiße. Jetzt ist das nicht so geil, es ist... Der Typ da und dass ich wenig Lebensenergie habe. Headshot kills. Jetzt kommen Fliegengebäude. Jetzt kommen... Wie hätte ich denn diesen Bastard los? That was nice. Das machen wir jetzt öfter. Feier ich. Soeben ist das Spiel zum Nahkampfspiel geworden. Nö. Mit dem Hammer geht's natürlich nicht. Ich fasse es. Okay, die kann man aber damit nicht killen. Was scheiße ist.
Nee. Der Hammer ist voll für den Arsch. Ja, was? Drauf, Schiesel. Jetzt mal ist da die Mission, sorry. Ach nee, doch nicht. Jetzt bin ich erstmal im Gefängnis drin. Komme ich jetzt zu Vlad. Oh, was ist das denn? Nice. Ah, hier ist ja auch wieder alles voll. Was für Scheiße schön. The horn on the bus goes beep, 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 beep. Sie haben ihn gebrochen. Belebe deinen Begleiter wieder. Oh. Was braucht er denn? Wahrscheinlich braucht er Blut dafür. Würde ich jetzt mal ganz grob schätzen. Ich einfach... Bam! Aua, Alter. Nee, gar nicht. Er wird einfach... Was? Das ist das Wiederbeleben gewesen? Lol, wie dumm. Stirb, stirb, stirb. Rom. Boah, das, ich spiele auf Ultra, aber das wirkt gar nicht mal so hübsch. So. Ja. Let's just prügel all the air. Andere Waffe, kurz mal in Deckung. Jetzt erstmal die fliegenden Nervensägen ausschalten. Wer bist du? Achso, das war Vlad. Roms. 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 Schön ist, dass sie so absolut unrealistisch genau sind, die Waffen. Du kannst also echt. Aua. Auch im Laufen und. Okay. Im Laufen und quasi von überall alles one-shotten. Beweg dich nicht mehr. So, was geht jetzt mit ihm? Beziehungsweise, was tut er mit den Leuten, an denen er vorbeiläuft? Einer ist offiziell noch da. Da oben, oder was? Nee, hä? Was ist er denn? Da ist der rote Pfeil. Ach, da drin. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie geil ist das denn? Feier ich. Kriegt der überhaupt nichts mit? Nope. Kann ich mich anschleichen und den nah kämpfen? Kann ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte ihn messern. Na toll. Und jetzt ist er. Jetzt habe ich ihn tot geworfen. Ist aus. Let us return to my castle, so we may plot our next steps in proper surroundings. Okay. Johnny led Vlad back to his castle, which since his incarceration became a haven for frat parties and squatters. But the systematic impaling of trespassers would have to wait. Vlad was a man of his word and was eager to provide intel that could aid in hobbling Satan's armies. Super. I bestow upon you this Stygian cold fire. Nice! New power! Geil! Element Kaltfeuer. Kaltfeuer produziert eiskalte Energieflammen um dich herum. Dieses setzt die Höllendämonen, die normalerweise feuerresistent sind, in Brand, während du dich ihnen näherst. What? Superbe. Aura-Tutorial. Warte mal kurz, wenn ich jetzt F2 und F4...